Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A New Beginning. So, mir ist leider der letzte Speicherstand ein bisschen verloren gegangen. Das heißt, ich habe die letzte Folge nochmal gespielt. Ich habe aber alles gemacht, was wir gemacht haben, glaube ich. Nur falls ich doch irgendwas vergessen habe, müsst ihr mir das verzeihen. So, wir hatten ja hier schon mit allen geredet, wir hatten uns ein bisschen umgeguckt. Ich wollte nochmal gucken, ob wir in den Dschungel können. Können wir aber gar nicht. Und dann wollte ich nochmal gucken, ging es hier hinten noch weiter? War hier noch was? Ja, hier könnten wir tatsächlich noch lang gehen. Die Herzen hatten wir schon angeguckt. Das Blechschild können wir noch angucken. Oh, und mitnehmen vielleicht sogar auch. Das wäre ja auch cool. Wie geschmacklos. Naja, wenigstens werfen sie ihren Müll nicht in den Wald. Ah, das hat er nicht ganz unrecht. Nehmen wir das mal mit. Aha. Dahinter war ein Loch. Loch? Ansehen? Ich kann bis zur anderen Seite hindurchsehen. Ah, ob wir das benutzen können, um später in seine Karten zu gucken und dafür zu sorgen, dass die beiden hier gewinnen, weil die das nicht von alleine schaffen? Durch das Licht habe ich einen übertriebenen Glanz in den Augen. Okay, das hatten wir aber, glaube ich, schon. Das Kreuz ist hier noch. Komisch. Von außen sah das gar nicht aus wie eine Kirche. Ach, jetzt sei doch nicht so. Und der Wachmann, mit dem haben wir noch nicht geredet, oder? Ein Sicherheitsmann von Indes. Er sieht eigentlich harmlos aus, wenn da nicht dieses Blitzen in seinen Augen wäre. Ja, ich habe das Gefühl, der zieht die beiden ab. Aber wenn wir von hinten gucken könnten, was für Karten er hat, könnten wir den ja tatsächlich zum Sieg verhelfen, wenn wir neues Bier finden. Ein Hoch auf Ben Svensson. Ein Hoch auf mich. Wer ist Ben Svensson? Ein durchgeknallter Wissenschaftler und Ökoterrorist. Hätte mich fast arbeitslos gemacht. Der Spinner. Vier teilen und aufhängen, das ist meine Meinung. Nicht nur deine, Lars. Nicht nur deine. Was kann ich für Sie tun, Fremder? Ah ja, okay. Da war aber unser Sohn, hat er uns gerade noch gerettet, ne? Stoß besoffen, aber hat immer noch den smarteren Move gemacht in dem Fall. Sie wirken nicht so betrunken wie die anderen. Ja, er scheint das Spiel ja sehr für sich zu gewinnen. Sie wirken nicht so betrunken wie die anderen. Glück. Reines Glück. Die anderen müssen raten, welche Farbe ich hochhalte. Bisher lagen sie aber nur in einem von vier Fällen richtig. Klarer Fall. Fortuna ist auf meiner Seite. Und sie hat Statistik studiert. Ja, wollte ich gerade sagen. Ist einer von vier nicht normal? Okay, Sie spielen ja gar nicht. Ja, das Bier ist alle, aber das hören wir uns natürlich gerne von ihm auch nochmal an. Sie spielen ja gar nicht. Nein, ich sehe mir nur meine Karten an. Das Bier ist aus und ohne Bier spielen wir nicht. Gut so, ihr habt schon genug getrunken. Die schon, aber ich nicht. Wir kriegen dich noch. Wart's nur ab. Wie denn ohne Bier? Ja, da kümmern wir uns noch drum. Arbeiten Sie für das Kraftwerk? Ja, das wissen wir eigentlich auch schon, aber fragen wir trotzdem. Arbeiten Sie für das Kraftwerk? Hier arbeiten alle für das Kraftwerk. Ich hatte Nachtschicht am Osttor und will endlich zurück zu den Baracken und schlafen. Aber? Aber unser Boot ist komplett zusammengebrochen. Und der Mechaniker kommt und kommt nicht. Wäre ja alles nicht schlimm, wenn meine Freizeit dabei nicht flöten ginge. Ich bin Mechaniker, zufällig, so ein Zufall. Ich bin Mechaniker. Sie sind kein Mechaniker. Sie sind Wissenschaftler. Mechaniker tragen entweder einen öligen Overall oder werfen mit Rohrzangen um sich. Sie haben ja Vorstellungen. Sie haben mich doch auch sofort als brutalen Elitesoldaten erkannt. Es ist die richtige Ausrüstung, die zählt. Ah ja, okay. Ist der Fluss denn der einzige Zugang zum Kraftwerk? Ist der Fluss der einzige Zugang zum Kraftwerk? Es gibt noch einen Heliport. Aber der ist nur für Geschäftspartner und Indes selbst. Und der Landweg? Ist vermint. Vermint? Wer Erfolg hat, hat auch Feinde. Und wer dann obendrein noch schlau ist, engagiert Sicherheitsexperten wie mich. Indes hat eine Privatarmee. Das sind in der Tat Neuigkeiten. Indes hat eine Privatarmee? Ja, die beste der besten. Und auch die teuerste. Ich hoffe, es bleibt noch genug Geld für die Reaktorsicherheit. Warum? Wir sind die Reaktorsicherheit. Wir sorgen dafür, dass kein Öko-Fundamentalist ins Kraftwerk kommt und Mist baut. Ökologie ist also schlimmer als Radioaktivität? Sie klingen jetzt wie einer von denen. Immer alles ausdiskutieren wollen. Ich mache doch nur meinen Job.
Ja, du, dagegen habe ich auch gar nichts. Also, dass du deinen Job machst, finde ich okay. Mach das. Gut, wir haben das Thema jetzt auch durchgeknuspert. Wir können noch mehr über diesen Svensson erfahren. Ist das zufällig ein charmanter Mann, dieser Svensson? Was haben Sie denn da so gehört? Erzählen Sie mir von diesem Svensson. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Zerzaustes, graues Haar, Schnauzbart, läuft ständig im Laborkittel rum, redet wirr. Eigentlich eine ziemliche Witzfigur. Was macht ihn dann so gefährlich? Stellte sich heraus, dass er Frankenstein mit Sumpfgras spielt. Wollte damit den Energiemarkt übernehmen und Indes aus dem Geschäft kicken. Fieser Typ. Er hat auch einen Sohn, Duwe. Der ist mal richtig gefährlich. Duwe? Nie gehört. Verdammt. Okay, dann würde ich sagen, hat es ja für uns beide immerhin nicht geklappt. Vielleicht ist dieser Ben Svensson ja gar nicht so schlimm. Ja, versuchen wir mal, unseren Namen reinzuwaschen. Ich fürchte allerdings, das wird nicht gut ausgehen. Vielleicht ist Ben Svensson gar nicht so schlimm. Lassen Sie sich von seinem Äußeren bloß nicht täuschen. Er ist ein Energieimperialist der allermiesesten Sorte. Vielleicht ist seine Energie ja besser für die Welt als die von Indus Industries. Reine Imperialistenpropaganda. Ich sage Ihnen, diese selbsternannten Weltverbesserer wollen uns nur den Markt kaputt machen. Wenn es nach denen ginge, gäbe es auch keine Privatmilizen mehr. Und dann wäre ich wirklich arbeitslos. Jetzt malen wir den Teufel mal nicht an die Wand. Richtig. Ben Svensson ist tot. Das Thema ist gegessen. Okay, na gut, dann viel Viel Spaß Vergnügen noch. noch. Werden wir haben. Und dann gucken wir doch mal nach hier hinten, ob wir dem jetzt in die Karten spickern können. Das ist ja meine Vermutung. Und ob hier vielleicht noch Bier rumsteht. Hier ist auf jeden Fall eine Plane. Die sieht super. Also ich finde weird, dass sie so durchsichtig aussieht. Aber cool gemacht. Was auch immer die abhalten soll. Können wir die mitnehmen? Weg damit. Wir können sie mitnehmen. Plus eine Plane im Inventar. Wofür auch immer. Wir sammeln erstmal. Ach, hier steht doch Bier. Na holla. Zum Glück hat jemand mitgedacht und es kühl gelagert. Können wir das trinken? Alles wegsexen. Wenn ich nicht besoffener werden kann als mein Sohn heute, dann geht's aber nicht weiter. Wenn wir in einer Woche noch leben, dann schmeiße ich erstmal eine Runde. Aber garantiert nicht mit diesem halbgaren Gesöff. Ach, das ist nicht fein genug für den edlen Herr. Ja, tut mir leid. Er trinkt wahrscheinlich irgendwie. Weiß ich gar nicht. Doch, wahrscheinlich trinkt er auch Bier, so wie ich ihn einschätze. So, okay, dann gucken wir doch mal. Hier sind Stecker. Keine Ahnung, was dran hängt. Erstmal ziehen. Kann ja nur gut werden. So. Ach, und jetzt können wir es auch wieder reinsteckern. Aber warum? Ah, hier ist das Loch. Hier ist das Da Loch. ist ein Okay. Loch in der Wand. Gucken wir mal durch. Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken, aber da sie gerade nicht spielen, bringt mir das nichts. Okay, alles klar. Ist aber auch eigentlich. Ach so, Moment. Wir müssen denen das zublinken. Wir können Herz blinken. Das lila Herz soll wahrscheinlich Pik sein. Hier haben wir Kreuz und der Spiegel ist Karo. Weil ich wollte nämlich gerade sagen, das ist doch mega auffällig, wenn wir immer. Die spielen da so, ne? Wir laufen immer so nach hinten, kommen dann wieder und wissen die Lösung. Wir müssen denen das zublinken. Okay, dann müssen wir mal kurz rausfinden, was ist. Also zumindest nehme ich an, dass wir das machen müssen. Vielleicht denke ich mir das jetzt auch alles aus und es ist ein bisschen überinterpretiert. Ziehen wir erstmal alle Stecker. Hier oben ist noch einer. Warte, hier, hier. Loch. Ah, hier ist noch ein Stecker. Und hier ist eine Schraube. Ach, vielleicht müssen wir den Spiegel noch drehen, damit die erkennen, dass Sie das Karo befestigt ist. etwas auf der anderen Seite. Können wir vielleicht, wir haben nur eine Schraube, vielleicht mit den Münzen das so rausdrehen? Auf der Ah ja. anderen Seite hat sich etwas bewegt. Jetzt hängt hoffentlich der Spiegel schief. Also außer meine Theorie ist völlig falsch, aber ich finde die gut eigentlich. Ist hier noch irgendwas? Stecker, Stecker, Loch. Nee, das war's. Ist hier vorne noch irgendwas? Wir gucken uns erstmal um. Ach, hier ist doch tatsächlich irgendwas. Ein Boot. Ach, das ist das Boot, das wir reparieren sollen. Das ist gar nicht dieses Holzböti. Ein Sumpfboot, das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Ach, und da steht auch eine charmante Wache und ein Buch. Okay. Hallo, Wache. Der Anblick gefällt mir nicht. Können wir mal mit der quatschen? Entschuldigen Sie, ist das Ihr Boot? Das geht Sie nichts an. Darf ich Ihnen trotzdem eine Frage stellen? Nein, verschwinden Sie.
Ah ja, der wird uns bestimmt am Boot rumfuhrwerken lassen, ohne Probleme. Das ist die Gebrauchsanweisung für das Sumpfboot. Unter dem Titel steht eine Service-Nummer. Ich merke sie mir mal. Nur für den Fall. Ah, jetzt wissen wir auch, wen wir anrufen können. Quasi, damit wir von denen Anleitung kriegen, wie wir das reparieren. Lesen können wir es wahrscheinlich nicht. Schon gut. Ja. Können wir sonst noch was gucken? Ein Sumpfboot. Das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Und C600 ist die Nummer, das merken wir uns mal. Hier steht der Bootstyp. Amazon Buggy C600. Ja, das brauchen die bestimmt bei dem, bei der Service-Hotline. So, und ein Auspuff ist hier noch. Weg von dem Kutter! Sie haben da nichts verloren. Okay, die Wache ist pissig. Allerdings kommt die vielleicht die andere Wache zusammenscheißen, wenn wir die entsprechend, manipulieren. So, das ist jetzt Caro. Müssen wir das Peak noch irgendwie umdrehen? Ist Peak nicht? Peak ist doch andersrum eigentlich, oder? Zwei Herzen Seite an Seite. Meta hätte das sicher gefallen. Wobei, nee, Peak ist auch so rum. Oder? Nee, jetzt bin ich völlig verwirrt. Schreibt mir in die Kommentare, ist Peak so rum oder andersrum? Weil ich dachte eigentlich, das wäre andersrum. Aber vielleicht checken die das ja auch so. So, jetzt ist auf jeden Fall alles aus, so wie ich es mir dachte. Dann stecken wir mal den ersten Stecker wieder rein. So, der steckt und das ist das rote Herz. Okay. Nehmen wir den wieder raus. Dann den hier unten. Boah, das muss ich mir wahrscheinlich aufschreiben, ne? Also rotes Herz, lila Herz. Okay, die sind untereinander. Das macht ja auch schon mal Sinn. Das kriege ich ja vielleicht gerade so noch gebacken. So, dann haben wir hier drüben den Stecker. Wofür ist der? Steck. Das könnte der Spiegel sein. Ja, das ist der Spiegel. So, jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir nur das erleuchten, was richtig ist, oder müssen wir alles erleuchten, außer das, was richtig ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Das hier müsste ja jetzt das Kreuz sein, okay. Aber die sind ja tatsächlich ungefähr auf der Höhe, wo die Dinger in echt sind. Das heißt, ich hoffe, das kann ich mir merken. Dann müssen wir denen ja nur noch das Bier geben. Und dann würde ich als erstes mal probieren, nur das leuchtet, was man nehmen soll, weil das finde ich irgendwie am intuitivsten. So, ihr Lieben, ich habe hier ein bisschen Bier für euch. Da, Sie können jetzt weiterspielen. Oh, vielen Dank. Meine Herren, es geht weiter. Okay, jetzt gehen wir mal nach hinten. Und jetzt gucken wir mal hier durch das Loch, was der hat. Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken. Wenn ich nicht ganz blind bin, dann... Das ist Herz. Okay, Herz war das hier oben, glaube ich. So. Pik, Karo oder Kreuz? Weder noch. Ich sage Herz. Richtig. Ich trinke. Okay. Stecker wieder rausziehen. Es ist Herz. Falsch. Du trinkst. Ach so, okay. Es ändert sich. Wir blinkern quasi mit dem. Tut mir leid. Das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, wir müssen das zurückstellen. Das ist Karo. Okay, Karo war der hier unten. So? Was ist die Ansage? Karo. Richtig. Ich trinke. Okay, nächstes. Gucken, wie lange wir das machen müssen. Das ist Peak. Wahrscheinlich jedes einmal. Dann jetzt Peak. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es vielleicht Herz? Falsch. Du trinkst. Shit, erkennen Sie das Peak? Aber jetzt müsste doch... Ja, das leuchtet. Das heißt, wir müssen noch irgendwas an dem lila Herz verändern, damit die erkennen, dass das Peak ist. Können wir das vielleicht auch hier abschrauben? Das lila Herz, dass sich das umdreht? Pille-Palle. Oder irgendwie... Weil das war ja jetzt richtig. Er hat nur nicht verstanden, dass das Peak sein soll. Hier mit Blanker der Schraube. Unfug. Dann gucken wir nochmal auf der Rückseite, ob da noch irgendwas war, was wir hier auf Herzhöhe... Das ist der Stecker. Hier ist noch eine Schraube. Ah, okay. Die habe ich übersehen. Die befestigt etwas auf der anderen Seite. Das macht dann bestimmt einen Peak aus dem Herz. So. Klingt, als wäre etwas umgekippt.
Gucken wir mal. Ja, jetzt ist das Peak. Okay, dann probieren wir jetzt nochmal. Ich habe mir gemerkt, so Herz, Peak, Kreuz, Karo, ne? Gucken wir mal durchs Loch. Das ist Peak. Okay, dann jetzt Peak. Diesmal musst du es schaffen, Duwe. So. Peak, Karo oder Kreuz? Peak? Richtig. Ich trinke. Der Wachmann ist jetzt betrunken genug. Ah, okay. Das hat geklappt. Ja, nice. Ah, er sieht auch nicht mehr so gut aus. Können wir mal mit ihm quatschen? Hat Fortuna sie verlassen? Nein, sie holt nur Zigaretten. Was soll die dumme Frage? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ach ja? Vater, misch dich nicht in unser Spiel ein. Wir kommen gut allein zurecht. Wenn du das sagst. Ja, super, habt ihr das alleine hingekriegt. Was ist eigentlich auf diesem Blechschild drauf? Können wir das nochmal lesen? Das ist Werbung für Casillero del Indes. Brasilianischer Qualitätswein mit spanischem Namen und teuflischem Besitzer. Ah ja. Und wenn wir das jetzt biegen, weil das gab's ja als Option. Na? Na? Senf. Nein, Heck, ich will... Heck. So, biegen. Es lässt sich sehr leicht biegen, aber nicht gut fixieren. Na, wir haben ja einen Tacker. Irgendetwas sagt mir, dass ich in die richtige Richtung denke. Nur der Weg ist falsch. Oder vielleicht mit der Schraube? Schraube? Ich habe da eine Idee. Ich nehme das Schild, verbiege es so, dass ich die Schraube durch die Öffnungen an beiden Enden schieben kann, fixiere die Konstruktion mit der Mutter und im Nu habe ich eine hausgemachte Schraubzwinge. Nicht schlecht. Eine Schraubzwinge? Ja, ja, genau das war mein Plan. Das war jetzt nicht einfach zufällig. So, er sagt, der Wachmann ist besoffen genug. Ich überlege, ob wir dem anderen Wachmann Bescheid sagen können, dass sein Kollege besoffen ist, damit wir dann am Boot rumspielen können. Ich werde mal gucken, ob wir noch machen können. Der Wachmann ist jetzt betrunken genug. Ach, schade. Können wir uns noch ein Bier mitnehmen? Nein, danke. Ich habe schon mehr als genug Flaschen mitgenommen. Verdammt. Na gut. Weiß ich aber gar nicht, warum der Ladenbesitzer dann gesagt hat, er hat keins mehr, ne? Wenn hier noch welches rumstand. So, dann will ich aber mal versuchen, hier dem Typen zu sagen... Hey, yo, dein Kollege ist dicht. Ich würde mir das Boot gerne näher ansehen. Nur Fachpersonal darf auf das Boot. Und Sie sehen nicht aus wie Fachpersonal. Also, machen Sie sich vom Acker. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen darauf, was der andere Typ gesagt hat. Der meinte doch, ölverschmierte Schürzen und Werkzeug in der Hand. Wir haben hier eine Plane. Kriegen wir die irgendwie ölverschmiert? Wir haben Autoschlüssel... Können wir vielleicht mit den Autoschlüsseln hier irgendwas beim Auto noch aufmachen? Zum Beispiel die Tankklappe oder so? Sinnlos. Wenn Faye recht hat, dann sind die Straßen zum Kraftwerk versperrt. Einfach drauf losfahren wäre Selbstmord. Apropos Faye. Hallo? Saß die schon immer hier? Nein, die ist erst seit kurzem da, oder? Bilde ich mir das jetzt ein? Die war doch vorher nicht hier. Langsam gewöhne ich mich an sie. Faye? Hm? Was soll ich nochmal machen oder wie geht's? Stimmt, wie geht's deinem Husten? Ja! Ach du Kacke, das hatte ich ja jetzt voll vergessen. Die war ja auch noch krank von den Zeitsprüngen. Wie geht es deinem Husten? Besser. Es kommt auch kein Blut mehr. Wenn wir die Alge gerettet haben, musst du unbedingt ins Krankenhaus. Ja, ja. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen um sie. Nicht, dass sie dann stirbt oder so. Obwohl ich gar nicht weiß, ob sie nicht eh sterben. Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn wir die Zeitlinie geändert haben und sie nicht mehr existiert oder sowas. Was soll ich nochmal machen? Was soll ich nochmal machen? Finde einen Weg zum Kraftwerk. Mit dem Jeep kommen wir nicht weiter. Gut. Ich hol dich dann, wenn alles bereit ist. Okay. Okay. Das wussten wir ja schon, aber jetzt haben wir es nochmal gehört. So, aus der Plane können wir uns doch bestimmt einen ölverschmierten Kittel machen. Bräuchten nur irgendwas Öliges. Er will den Jeep ja jetzt nicht, wobei, zeig mal. Ach, hier ist noch die Antenne. Ah, Moment, die hatten wir. Da habe ich letztes Mal noch gemerkt, dass wir den Rufus machen. Wenn ich jetzt ganz leicht biege, ja, genau, mach das mal. Dann bricht sie ab und landet in meiner Tasche. So, die habe ich dann tatsächlich vergessen, wieder einzusammeln. Tja, so, weiß ich aber gar nicht, ob das jetzt hilft. Können wir sie irgendwie in die Plane? Eine weiße Flagge wird den Klimawandel nicht aufhalten. Es ist Zeit für Taten. Okay, gut, wenn wir die vielleicht irgendwie festtackern, oder dass wir irgendwie aus der Plane einen Kittel
nähen oder eine Schürze. Ich muss die Plane irgendwo anbringen, bevor ich sie festtackern kann. Ach so, okay. Ich dachte, wir können die vielleicht benutzen, wisst ihr, um so ein... Ja, um halt so eine Schürze zu machen, so eine ölverschmierte, wie der Mann wollte. Ansonsten ist ja irgendein Getränk. Nee, das Bier halt noch. Soll ich öffnen? Soll ich Ihnen ein Bier öffnen? Oh, Monsieur, sehr gerne. Nehmen Sie ruhig den Flaschenöffner an meinem Schlüsselbund. Ach. Oh, die Schlüssel, ja, darf die nehme ich doch hey. Erst. Beruhigen Sie sich. Ich will Ihnen nur das Bier öffnen. Hey. Okay, aber keine Tricks. Ach, kann ich jetzt einfach weggehen? Hey. Ach so, Entschuldigung, wo sind die Schlüssel? Wir geben ihm bestimmt die Autoschlüssel zurück. Können wir die tauschen? So verschieden und doch so ähnlich. Hier, ach so, wahrscheinlich müssen wir ihm noch das Bier öffnen erstmal. Warte, ich mach mal kurz die Bierflasche auf. So, damit er nicht, jetzt ist die offen und jetzt geben wir ihm die Autoschlüssel zurück. Hier, Ihre Schlüssel. Ich mache euch alle fertig. Die nächste Runde hab ich euch. Ich lege sie einfach auf den Tisch. Das wäre geschafft. Ah, okay, cool. Das, boah, gut, dass wir das probiert haben. So, dann würde ich doch sagen, können wir als nächstes vielleicht mal, Moment, ich gucke vor ganz noch kurz nochmal, was die Nummer war. Nicht, dass ich das vergesse dann im entscheidenden Moment. So, es war C600. Dann rufen wir doch mal den Bootsreparateur an, auf dass der uns hilft dabei. Hier sind die Münzen, freundlicher Mann. Reicht das für ein Telefonat? Klar, das reicht sogar für mehrere. Die Rechnung zahlt ohnehin Emilio Indes. Wofür war dann das Geld? Bearbeitungsgebühr. Ach, na toll, na danke. Okay, aber dann können wir ja jetzt telefonieren. Ich hasse Hotlines, aber was soll's. Transport Boats and Manufacturing Inc. Sind Ihre Boote umweltschonend? Ich brauche dringend ein Boot. Wir wollen es ja reparieren, ne? Egal, sage ich trotzdem. Ich brauche dringend ein Boot. Nur ein Boot? Normalerweise nehmen wir nur Großaufträge entgegen. Wohin bräuchten Sie es denn? In den brasilianischen Dschungel. In die Nähe des Indes-Kraftwerks. In den brasilianischen Dschungel? Ja. Können Sie sofort liefern? Aufgelegt. Der hat sich verarscht gefühlt. Nein, ich will doch... Ich weiß gar nicht, warum das nicht zur Auswahl war. Machen wir nochmal. Transport Boats and Manufacturing Inc. Sind Ihre Boote auch umweltschonend? Das ist ja auch eine interessante Frage. Sind Ihre Boote umweltschonend? Das hängt davon ab. Legen Sie wenig Wert auf Komfort, Sicherheit und viel Stauraum? Das war eine generelle Frage. Sind Ihre Boote umweltfreundlich? Wenn Sie so fragen, ja. Wir haben auch solche Boote. Die sind allerdings nicht billig. Ich verstehe schon. Vielen Dank auch. Gern geschehen. Okay, das... Ja, weiß ich gar nicht, warum er das jetzt nicht fragt. Wahrscheinlich brauchen wir wirklich erstmal den Kittel. Den öligen. Wir könnten natürlich, vielleicht indem wir die Plane so in den Auspuff stecken. Aber da will er uns nicht ranlassen, ne? Ich sagte, weg da! Wie kriegen wir den Mann denn weg? Guck mal, ich habe hier einen Werkzeugkasten. Vielleicht überzeugt ihn das. Sehen Sie hier. Werkzeug. Und? Ich bin Mechaniker. Spezialist für Airboote. Darf ich mir Ihres ansehen? Eine Bibel macht noch keinen Papst. Sagen Sie mir erst, welchen Motor wir benutzen. Woher soll ich denn wissen, wenn Sie mich nicht aufs Boot lassen? Das finde ich ein gutes Argument. Ein Dunham ZX-7. Wahrscheinlich müssen wir anrufen und fragen, aber ich frage mal, woher soll ich wissen, wenn Sie mich nicht aufs Boot lassen? Woher soll ich das wissen, wenn Sie mich nicht aufs Boot lassen? Alle unsere Boote wurden mit dem gleichen Motor geliefert. Kennen Sie einen, kennen Sie alle. Sie dagegen kennen ganz offensichtlich keinen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Okay, dann probieren wir jetzt nochmal mit denen zu telefonieren. Vorher wollte er ja keine Fragen stellen. So, Telefon benutzen. Transport Boats and Manufacturing Inc. Ich habe eine Frage zu einem Ihrer Motoren. Ich habe eine Frage zu einem Ihrer Motoren. Um welchen Bootstyp handelt es sich?
C600. Ha. Es handelt sich um ein Amazon Buggy C600. Um was für ein Motor geht es? Es geht um den serienmäßig eingebauten, ja. Es geht um den serienmäßig eingebauten Motor. Kleinen Moment. Sie meinen den Drifter TTX? Ja, genau den. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Den Drifter TTX. Okay. Ich hoffe, ich kann mir das merken, bis wir drüben sind, aber wahrscheinlich schon. Und dann lässt er uns einfach ran und dann können wir wegfahren quasi. Achso, nee, können wir nicht, ist ja kaputt. So, Wache, bitte. Ich rede erst mit Ihnen, wenn Sie meine Frage beantworten. Welchen Motor hat das Boot? Einen Drifter TTX. Sie benutzen einen Drifter TTX. Richtig. Damit ist es bewiesen. Ich bin Mechaniker. Wo drückt denn jetzt der Schuh? Der Auspuff ist verstopft, das Windruder gerissen und das Benzinkabel leckt. Okay, das Segel gerissen, da könnten wir die Plane anbieten. Den Auspuff, da dürfen wir jetzt wahrscheinlich einfach mal reingreifen. Dafür ist mein Arm viel zu dick. Dann vielleicht mit der Antenne einmal rein. Mit der Antenne kann ich zwar im Dreck herumstochern, ihn aber nicht herausziehen. Okay, wir müssen die also noch mit irgendwas kombinieren. Vielleicht mit dem, Flaschenöffner hier? Quatsch mit Soße. Entschuldigung. Können wir hiermit eigentlich noch irgendwas machen? Jetzt muss ich nur noch das Boot reparieren und dann kann ich Faye Bescheid geben. Okay, wir können aber immer nur noch... Nee, Moment. Hier ist der Benzinschlauch. Aha. Der Benzinschlauch liegt auf dem Boden. Prüfen. Kein Wunder, dass der Schlauch nicht passt. Der Aufsatz ist völlig ausgeleiert. Okay, kann ich den anstecken? Solange ich den Schlauch nicht irgendwie festklemmen kann, wird er immer wieder abgehen. Irgendwie festklemmen. Wir haben hier eine Schraubzwinge. Geht's vielleicht damit? Ich hoffe, das funktioniert. Ich auch. Ha, die Zwinge hält den Schlauchkopf am Tank. Keine dauerhafte Lösung, aber ausreichend. Okay, cool. So, hier war noch das Schild. War hier sonst noch was? Ach, das Buch. Nee, das wollen wir nicht. So, das Windruder. Aha. Das Windruder ist völlig zerfleddert. Ach so, okay, das ist also das, was kaputt ist. Na, dann nehmen wir doch mal die Plane und hauen die hier ran. Die Plane sitzt wie angegossen. Jetzt muss ich sie nur noch befestigen. Kein Problem, dafür haben wir den Tacker mitgenommen. Ha, endlich mal kein um die Ecke denken und wirres improvisieren. Einfach nur Tacker mit Plane benutzen und... Die Sache ist gegessen. So muss es sein. Ah, da fürchte ich, werde ich dich gleich wieder enttäuschen. Wir müssen ja noch irgendwie den Auspuff reinigen. Aber ich würde sagen, das heben wir uns auf für die nächste Folge von A New Beginning. Wenn ihr Ideen habt, wie wir das machen können, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch es gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche waren nicht zu laut. Hier sind leider Bauarbeiten gerade, aber das müsst ihr verzeihen für diese Folge. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!